Innos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost of Tsushima Legends. Wir beide, der Wok und ich, wir hatten beim letzten Mal auf einem Schiffsfriedhof die Geister von Sukhbatar ausgekundschaftet und quasi auch bekämpft. Also aus drei Fraktionen setzten sich die Leute zusammen, aus Mongolen, Geistern, aus Ronin und Banditen. Interessanterweise hat er eigentlich auch Samurai unter sich, aber die waren nicht mit von der Partie. Und hatten gegen Ende auch genau ihn selbst mit seinen engsten Gefolgsleuten, also auch mit Dicken, ich glaube, das waren sogar auch mit Onis, zweimal besiegen müssen. Einmal in natureller Form und dann halt nochmal direkt drauf auf Geisterform. War nicht schön, hat geklappt. Mit dem Special Feature Rettung in letzter Sekunde. Richtig. Hier meinerseits. Und, Name von Jan A. Ich will ungern reingrätschen, aber das kommt schon wieder komplett abgehackt durch. Okay. Also nur zum Verständnis, Leute, wir hatten das, bevor wir die Aufnahme eben gerade, oder bevor wir die Aufnahme starten wollten, hatten wir das Problem auch schon mal. Ist jetzt nicht so, dass das jetzt eine Störung wäre, die jetzt gerade erst noch auftaucht. Richtig. Wir sind in der letzten Mission angekommen und Tsushima brechen. Und ich glaube, in der letzten Mission könnten wir mehr gefordert werden als in den zuvor. Hoffen wir jetzt natürlich auch, dass das von Ausgezeichneter technischer Part. Sicht jetzt alles seine Richtigkeit hat, dass das alles jetzt funktioniert. Schlecht wäre es nicht. Aber bis jetzt kam, also nach dem Zwischenfall kam jetzt alles durch, ja, ne? So gut wie, ja. Okay. Oh. Naja, die Fratze da oben sagt schon mal nichts Gutes. Die Geister erreichten Fort Mitodake auf der Suche nach Iros höllischen Oh, Schrift. shit. Der Dämon hatte sie ihren Jüngern gebracht, damit diese ihr bei ihren Plänen halfen. Gelängen die Geister an die Schriftrollen, wüssten sie um Iros Pläne. Doch tödliche Feuerseelen bewachten das Tor. Oh, shit. Ja, ich glaube mal, dass. Also, diese Geschichte in den drei unterteilten Kapiteln, glaube ich, kriegen wir in einer halben Stunde nicht hin. Aber das macht nichts, weil für die letzte Folge der oder dieser Story-Durchlaufes ist das eigentlich egal. Genau. Ich möchte noch mal ganz kurz, bevor wir richtig starten, noch mal kurz anmerken, wenn es irgendwie technische Störungen gibt, dann wäre gut, wenn du mir das sagen könntest, weil ich nicht wissen. Und dann schauen wir, dass wir dort diesbezüglich eine Lösung finden. Und damit würde ich sagen, fangen wir an. Kriegshorn klang durch die Nacht. Er stürme das Haupttor, um es vor Oh! zu gelangen. Und ich renne schon mal. Oh, shit. Oh, nein, 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 nein. Die Geister mussten einen Weg durch. Nein. Du warst gerade einfach nur zu breit. Ja. Oh, Hallöchen. Ja, gut. Ja, gut.
ich würde jetzt ungern sagen, dass wir das Ganze vor gegen uns dann haben. Oh, wo wollen die denn jetzt hin? Ja, so könnte er natürlich stehen bleiben. Wobei, da ganz hinten steht auch noch wer. Alter, würdest du mal stehen bleiben? Scheiße. Ach, Mann! Hat er dich gesehen. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Na komm, was ist los, Digga? Da kommen wieder die Feuerpfeile. Fuck. Alter. Okay. Ich glaube, die müssen wir ausschalten, oder? Ja, scheint so. Vernichte die Feuerseelen. Das Ding sieht geil aus. Ja. Die haben ja sogar noch geschrien. Bah. Kommen wir hier durch das Tor? Das Tor war zu. Naja. Der Weg versperrt. Der Weg ist versperrt. Trommeln in der Tiefe. Er wurde angelegt von jenen, die tot sind. No. Gut. Ja, jetzt ist die Frage, wie kommen wir da durch? Kommen wir darüber? Was haben wir denn hier noch? Die Mongolen horteten Schießpulver, um die Feuersäule zu füttern. Doch es konnte auch gegen natürlich sie eingesetzt werden. Yeah, boy. Ich weiß noch nicht, ob die zwei reichen, aber wir können es ausprobieren. Oh, Hallöchen, Freunde. Hoch und zerstört. Genau, ich versuche hier unten mal ein bisschen Stimmung zu sorgen. Okay, es zerstört. Eine ist noch. Jawohl. Ich dachte schon wie Bär, Alter. Aha. Jetzt mache ich das Ding mal kaputt. Jawohl. Alter! Nein! Oh nein! Die übrigen Feuerseelen. Und sie anderen Seite. Ein unablässiges Bombardement aus Feuer und Zerstörung. Oh nein! Oh nein! Die Kerem, Alter. Boah, du. Achso, hier. Oh. Haben wir. Nein. Das bringt auch nochmal eine ganz neue Art von Taktik hier mit rein. Hallo Freunde. Ja, moin. Hab ihn. Je näher die Geister Dios Plänen kamen, desto wütender wurden die Feuerseelen. Oh. Ah, okay, das ist schon Kapitel 1, okay. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, das gesamte Fort müssen wir erstmal einnehmen. Das hätte ich gedacht, aber ich denke mal, das wird sich um das ganze Kapitel. Höchstwahrscheinlich. Noch eine Feuerseele krümmte sich im Turm jenseits des Hofes. Ey, das wollte ich doch gar nicht, Mann. Genau wie du auch. Du bist wahrscheinlich auch gerade auf die Leiter gegangen, ne? Ja, richtig. Oh, scheiße. Wie macht mein Charakter gerade das, was er nicht machen soll? Oh, shit. Oh, bin ich noch rausgekommen. Oh. Alter, mal wieder. Jetzt greifen mich die... Ey. Nein! Oh nein! Janina! Ey, das gibt's doch nicht! Na komm, ich will dich heilen! Come on! Alter, deswegen wollten sie mich haben. Sehr gut. Gestorben durch Wespen, Alter, wer kennt's nicht?
Einfach nur bitter. Geister vernichtet noch eine Feuerseele. Zerstöre Boah. Das Tor mit. So. Weiter aufs Ziel zu. Ich nehme auch noch mal so ein Ding. Mhm. Noch ein Holztor versperrte den Weg. Ja, nicht mehr lange. Das Tor zersplitterte und der Weg warf. Die Geister erreichten die Baracken. Dios, ich kann mal kurz meine Gesundheit wieder nach oben pushen. Glaube ich nicht verkehrt. Nee. Erstmal einen Überblick verschaffen. Genau. Da hinten geht schon so ein Dicker. So ein Bogenschütze, ich glaube, den hole ich mir jetzt mal. Oh, Porfi. Der Dicke ist weg. Haben wir. Wo sind die nächste? Ach, da hinten. Ganz hinten. Okay. Ja. Oh, du. Und ich dann doch tatsächlich noch ein Abfall. Machst du das oben? Mach ich. Okay. Sauber. Okay. No? Ich hätte jetzt aber hier in dem Turm nochmal nachgesehen. Nicht, dass wir schon an solchen Schriften ja. vorbeigelaufen sind. Ja, genau. Da steht sogar noch wer. Hört sich, ja. Siehst du? Hier müssen wir auch sogar rein. Ja, genau. Mach du das mal da drin. Ich habe hier nämlich, glaube ich, schon was gefunden in so einer Kiste. Ja. Hallo? Ah, jetzt. Dann kletter ich mal nach oben. Da ist auch gleich von jemandem. Diese Schrift ist heilig. Für euren Frevel töte ich euch. Pff, du hast doch angefangen, ihn zu belästigen. Also hör mal auf zu weinen. Okay, hier ist die zweite. Mhm. Ios Armee würde durch den Bau einer Brücke nach Tsushima gelangen. Die Brücke will ich mal sehen. Die erste kilometerlange Tragseilhängebrücke oder was? Denk mal da bei den anderen beiden Baracken. Hm. Ja, genau, hier ist vier. Hier ist eine. Dann gehe ich mal hier rein. Oh, da steht sogar noch wer drin. Moin. Die sind nicht für euch. Meine Krieger werden euch alle töten. Steht da der Name drauf? Ich glaube mal nicht. Hab die letzte. Die Geister fanden Ios Schriften. Sie enthüllten, dass sie in den Blutreichen eine Armee errichtete. Oha. Sauber. Huch! Wo kam der denn jetzt her? Hallöchen, Freunde. Hey, 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 hey. Als die Geister Ios höllische Schriften erlangt hatten, okay. mussten sie nur noch die übrigen Feuerseelen besiegen. Und nichts leichter als das. Betritt das Toritor. Oh, auch schon fertig. Okay. Nett. Schauen wir mal, was das letzte Kapitel noch zu bieten hat. Ritual durchführen. Das Hitobashira, ein Blutopfer für die Götter zur Stärkung eines Bauwerks. Damit es unzerstörbar wurde. Moment mal, ein Blutopfer für ein Bauwerk. Deswegen hat der Berliner Flughafen so lange gedauert. Die hatten einfach keins. ja. Geister erreichten das Herz der Festung und fanden das Eisentor fest verriegelt. Okay. Mhm. Ob man hier hin. Du kommst wieder gerade ein bisschen abgehackt. Okay. Just a little bit. Komm, das muss noch bis zum Ende.
Immer noch? Immer noch hier so. Dios Truppen strömen geht so aus dem Blutsportal, dem Tor zu ihrem Reich. Okay. Ist das eine Lücke? Yep. Ja. Hier sind zwei Leute. Hey. Oh. Ja gut. Ja gut. An eurer Macht spüren. Komm, zeigt mir ihr Potenzial. Ja. Ach, solche Katzen. Solche Kackbratzen. Oh, Oh, snap. Alter. Ja. 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 Das ist nicht ganz. Ey! Jetzt werde ich auch noch zur Seite weggekickt. Scheiße! Ja, du schaffst, Digga. Ich hab noch meine Special Craft. Oh. Craft. Ja, niemand! Nein! Scheiße! Oh nein, jetzt muss ich echt aufpassen, ey. Come on, Alter! Ich stand so kurz vor der Heilungstrommel. Nein! Boah! Nee, Bruder, muss aber ganz dringend los, ey. Warte mal, ich muss mir mal kurz die Heilungstrommel reinballern. Alle Geister vertrauen auf dich, du schaffst das. Also du hast noch 5, noch 7 Sekunden. Moin. Nein! Nein! Ich glaube, wir sind jetzt quitt. Ja. Ey, ihr wollt mich doch gerade flachsen, Mann. Ich gehe jetzt die Scheiße da oben erstmal zerstören. Mach das. Was? Was? Ach du Scheiße, komm hier bloß nicht hoch. Okay, die Dinger sind zerstört. Ich komme. Alter, komm. Ah, oh, hab ihn. Alter. Ciao. Ey, ihr wollt mich doch verarschen, Mann. Ihr wollt mich doch gerade echt verarschen. Oh Gott. Nein! Okay, zack. Ey! Oh, ich hab ihn. Hab ich ihn? Ja. Ja, ich hab ihn. Geister sahen ihre Chance, es zu zerstören. Alter, komm. Schnell zerstören, Alter, bevor neue kommen. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Zack. Das Blutportal war zerstört. Und mit ihm war Ios Verbindung nach Tsushima durchtrennt. Doch die Geister sahen, dass ihr Weg nun frei war. Sie konnten Io in ihr Reich folgen und die Onibaba ein für alle Mal aufhalten. Oh shit. Ich verstehe, das ist der Übergang zum Raubzug. Ja, wahrscheinlich. Janima! Wahrscheinlich, ja. Aber gut gelöst. Ja. Ja. Das stimmt, ja. Wahrhaftige Erkenntnis. Ja moin. Yep. Trophy. Die Mission war geil. Ja, auf den letzten Metern halt ein bisschen. Ja, intens, aber. Ja, aber. Mhm. Aber nichts, was wir nicht hinkriegen würden. Ich meine, ist ja schließlich Bronze. Ja.
Ruht euch einen Moment aus und lauscht meinen Geschichten. Uff. Aber sauber, haben wir gut gemeistert. Damit haben wir die letzte Story-Mission somit auch abgeschlossen. Korrekt. Das ist richtig. Ja, schade, dass es jetzt nun storytechnisch schon vorbei ist, aber wie es der Kromanin gerade eben gesagt hat, es geht durch die Raubzugkapitel halt eben wahrscheinlich weiter. Ja, was anderes würde keinen Sinn machen, weil es gab keinen Bossfight. Richtig. Aber das Problem ist leider, dass wir die Raubzugkapitel leider noch nicht spielen können, weil wir da mindestens einen Gesamtkeywert von 100 benötigen. Und bis wir da erstmal hingelangen, dauert das noch eine Weile. Das kann oder das mag sein, aber wir können euch eventuell, also ich hätte nichts dagegen persönlich, auf der Reise des Key-Fortschritts mitnehmen, wenn wir entweder die Missionen auf Silber nochmal angehen, mit diesen zusätzlichen Herausforderungen innerhalb der Missionen, oder aber auf Silber mal zu gucken, zwecks der Überlebenskämpfe. Genau. No. Das Thema hätte man so oder so ansprechen müssen, weil das jetzt halt eben die letzte Aufnahme der Story-Mission ist. Genau. Ja. Ich denke, dass letzten Endes das quasi den Kromanin und meine Wenigkeit, dass unsere Entscheidung sein wird, wie wir dann verbleiben. Ich gehe davon aus, dass wir definitiv die Missionen sowie die Überlebenskämpfe auf Silber und Gold versuchen werden. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wollt ihr das auch auf Silber sehen oder halt eben nur vielleicht die Goldstufe? Das wäre eigentlich gut zu wissen. So. Aber prinzipiell denke ich, wäre es schon sinnvoll, wenn man vielleicht den Silberfortschritt trotzdem zumindest bei den Missionen mitnimmt, mit ansieht, weil halt dadurch durch den Silbergrad halt auch eben neue Bonusziele hinzukommen und wir wissen nicht, wie es bei Gold der Fall ist. Ob da vielleicht zusätzlich nochmal irgendwie bei den Bonuszielen eine erhöhte Anzahl dazukommt oder ob die Bonusziele andere sind, das wissen wir natürlich nicht. Aber was wir wissen ist, dass auf Silber es Bonusziele gibt und die es auch durchaus in sich haben. Zumindest unserer Erfahrung nach. Und wir werden es deutlich schwieriger haben, auf Silber voranzukommen, als jetzt natürlich auf Bronze. Das ist natürlich klar. Ich würde sagen, wir gucken einfach, wie wir verbleiben. Und ich persönlich muss sagen, als abschließendes Fazit daran, wie ich die Story-Mission jetzt insgesamt fand. Gegen Ende, muss ich sagen, hat das Ganze nochmal ein bisschen Fahrt aufgenommen und natürlich ist es in Anführungszeichen schon fies, dass das Ganze jetzt mit einem, in Anführungszeichen, Cliffhanger so ein bisschen endet, dass einem so ein bisschen unzufrieden zurücklässt, dass man quasi dazu gezwungen ist, die Raubzugkapitel spielen zu müssen, was man so oder so machen wollen würde, mal davon jetzt abgesehen. Aber das eben halt erstmal dauert, bis man das machen kann. Und ja,
Wenn es nach mir geht, würde ich gerne wissen, jetzt sofort wissen wollen, wie es weitergeht und ob man am Ende jetzt gegen die besagte Onibaba kämpfen muss oder nicht, aber das werden wir bestimmt irgendwann, wenn es soweit ist, herausfinden. Aber bis dahin bedanke ich mich erstmal, dass ihr dabei wart, dass ihr zugeschaut habt und uns unterstützt habt in dem Sinne. Es hat Spaß gemacht mit dir, Kromanin. Auch ein Dankeschön nochmal an dich. Und damit bin ich erstmal raus und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei sein würdet. Und ja, sonst hätte ich erstmal nichts weiter zu erzählen. Sehr gut gesprochen für eine quasi Abmoderation. Ich selber kann und würde da jetzt ungern noch großartig viel dazu ergänzen wollen, weil du hast prinzipiell schon alles gesagt. Auch von mir, ich fand die Story als solches, auch wenn es halt immer wieder in 3 Kapitel pro Mission unterteilt war, in Ordnung. Dafür, dass es ein Koop-Kampagnenspiel ist, nett. Jetzt nicht schlecht, aber auch nicht unfassbar gut. Ich fand, es war ein gehobener Durchschnitt. Wie es in dem Raubzug dann weitergehen wird, wer weiß. Das werden wir dann, wie du schon angemerkt hast, absprachentechnisch erstmal offscreen erledigen. Weil was wir wissen ist, wir können, oder diese Raubzüge basieren auf 4-Spieler-Modi. Zu zweit können wir das grundsätzlich gar nicht machen. Ob wir da noch Leute heranziehen können, die wir persönlich aus dem Umfeld selber kennen, steht erstmal noch in den Sternen. Ob wir das mit Randoms machen, wissen wir nicht. Aber was ich vom Standpunkt aus sagen kann, die Überlebenskämpfe, die wir offscreen gespielt hatten, hat außerordentlich gut mit Randoms funktioniert. Also, das hatte mich selber überrascht. Weil normalerweise bin ich so ein Bild nicht gewohnt, dass man sich auf irgendwelche Leute, die man halt nicht kennt und mit denen man auch am Headset nicht quatschen tut, sich gut koordiniert. Aber abwarten. Wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Ihr auch nicht. Aber ihr seid auf jeden Fall, also euch wird jetzt nichts mehr vorweggenommen. Wenn wir was machen, dann denke ich mal, wird's auf Band festgehalten. Und in dem Sinne vorab und fürs Erste bedanke ich mich auch, dass ihr der Story-Kampagne gelauscht und zugesehen habt. Das war der Timer. Passend. Dementsprechend würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Ghost of Tsushima Legends.